Azissimo. Zugehört und abgekocht mit Atze Schröder. Heute aus Russland. Ich bin ja absoluter Russland-Fan. Allein schon wegen der Leute. Tscherno Mürdin, Tscherno Manfred. Ganz feine Kerle. Also, ich fühle mich da einfach zu Hause. Werfen wir doch da mal einen Blick in den traditionellen russischen Kühlschrank. Und was sehen wir? Eine einsame, aber volle Flasche Wodka. Jetzt heißt es improvisieren. Improvisieren kommt übrigens aus dem Russischen und heißt auf Deutsch Kartoffel. Die Kartoffel ist ja quasi sowas wie das Erdöl Russlands und wird daher in manchen Gegenden sogar als harte Währung akzeptiert. Wegen der Stärke. Einer der berühmtesten Kartoffelfälscher der Jüngeren, ein Kartoffelfälscher in gewiss nicht armen russischen Geschichte, ist Dmitri Broschnowskowskaja. Ich hatte ihn damals kurz vor der Perestroika auf der Vermählungsfeier seiner älteren Tochter Sieglinde kennengelernt. Während des rasanten Erntedank-Kartoffeltanzes, den ich im traditionellen Kostüm der Donkosaken zum Besten gab, muss ich bei der guten Sieglinde einen dermaßen festkochenden Eindruck hinterlassen haben, dass sie kurzerhand ihren Bräutigam erschoss, um mich im Zustand völliger Bewusstseinstrübung in ihre nur mäßig beheizte Jurte zu zerren. Dort erwartete mich, heißdampfend, der weit über die Grenzen der damaligen Sowjetunion berühmte Dmitri Broschnowskowskaja-Eintopf. Hier das Rezept. Kartoffeln und Wodka erhitzen, mit Löwensenf abschmecken und mit kaltem Pilz runterspülen. Auch lecker.